Hallo meine Freunde der Sonne, weiter geht's. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir machen hier hin. Da machen wir hin. Das ist ein Alligator. Hat gewesen. Hab ich gar nicht mitbekommen. Also, hupsala, weil das Ding so klein war. Das war, okay, kriege ich noch hin. Bam. Manchmal müssen auch Haie genug Masse aufbauen. Wisst ihr, wie mich das scheiß Tor da hinten triggert, ey? Das triggert halt so unnormal. Von das, ach komm, verpiss dich doch. Weil es gerade keine Zeit. Jetzt, Mann, fokussiert doch mal da oben den Knopf. Das triggert mich, habe ich ja schon mal gesagt. Hä, aber ich verstehe das, hä? Ah. Das, ja. Da hätte ich ja lange noch gegen beißen können. Oh Mann. Ja, gut, dass ich das jetzt weiß. Okay. Da haben wir das schon mal raus. Das ist schön. Da haben wir das Tor auf. Gut, das Tor bringt uns jetzt nicht so viel, weil hier werden wir definitiv gar nicht mehr hin müssen. Hier müssen wir müssen hier überall nicht mehr hin, weil hier haben wir 100%. Hier haben wir überall 100%. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass man vielleicht, wenn man alle Tore öffnet, einen Erfolg bekommt. Weil hier haben wir ja auch noch ein Tor. Bewegungsgeschwindigkeit. Minus. Ah, lol. Guck mal, hier gibt es sogar in der Region. Ah, in der nicht, ne? In der auch nicht. In der auch nicht. Okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dafür einen Erfolg gibt. Ja, einfach mal mitnehmen. Da macht man, glaube ich, nichts falsch. Müssen wir mal gucken. Wir müssen Menschen töten. Ja, das machen wir gleich. Ich glaube, das bringt überhaupt gar nichts, aber ich mach das einfach. Ich kriege Wutanfälle. So. Okay. Hier müssen Dings sein. Hä? Da. Mineralien haben wir auch. Wunderbar, wunderbar. Von Natur aus Feiglinge. Daher rufen Haifischjäger häufig nach Verstärkung, wenn sie ihre Beute entdecken. Sie sind von Natur aus Feiglinge. Ja, moin. Was? Halt, 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 halt. Okay. So, und zwei, drei Menschen kommen wir hier noch im Wasser snacken. Weil das ist immer am schlauesten, wenn ein Hai angreift, immer ins Wasser gehen. Immer. Okay. Ich mag zwar nicht wissen, wie man einen Fischteich richtig hält und versorgt, aber das ist ein Lernprozess. Na gut. Okay, dann machen wir, ich würde sagen, dann machen wir erstmal hier hin. Das ist natürlich hier. Natürlich ist das hier. Wie die scheiß Jäger sind. Egal. Du bist ja der Hammer. Du bist der Hammer. Lecker, 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 lecker. Lecker, 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 lecker. Schade. Ich vermisse irgendwie die Zeit, wo man hier Dings bekommen hat, wo man hier was für Set bekommen hat. Naja gut, egal. Die Jäger gehen mir gerade echt auf den Sack, ne? Muss ich ja schon mal sagen.
Alter, die machen auch übel Damage. Was ist los? So, 4 Schildkröten noch. Du bist zwar keine Schildkröte, aber du warst im Weg. Schon gewusst, dass die Haupttodesursache bei Haiangriffen eigentlich der Blutverlust ist. Ja, das habe ich mir schon irgendwie denken können. So, dann gehen wir mal hier hin. Der Spitzenprädator. Predatine. Oh, wunderschöne Wassermelone. Für seine nachgeahmte, politisch verwirrte Straßenkunst gewonnen. Ja, ist das Kunst oder kann das weg? Das ist die große Frage. Die Frage aller Fragen. Wir wollten doch eigentlich hier hin, oder? Nee. Doch, eigentlich. Egal. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Es tut mir sorry, dass ich dich aufgegessen habe. Es tut mir sorry. Guck mal, hier haben wir jetzt einmal nochmal Nährstoffe. Da fehlt uns jetzt noch einmal Nährstoffe. Ich denke mal, es ist hier mit dabei. Und sucht nach allem, was seine auszeichnende Völlerei sättigen kann. Ich glaube, wir müssen hier oben wieder Menschen töten, ne? Okay, dann töten wir jetzt mal Menschen. Warte. Danke. Guck mal, so ein Wohnwagen unter der Brücke. Man kann immer angeln, ne? Hat Vorteile irgendwie. Man hat immer Schatten im Sommer. Hat. Ja gut, seine Ruhe hat man jetzt nicht wirklich. Ist das eine Autobahnbrücke? Ja. Ich denke, oh, was ist das für ein dummer Hai? Nix kann der. Aber ich denke mir, was sind das für dumme Menschen, die hier einfach stehen bleiben? Mann, snackte den hier. Danke. Ich komm gleich hoch. Ich pack hier gerade fest. Heil ist früher Schlittschuh gelaufen, das stimmt, aber man bekommt keine Stipendien, wenn man einen Big Air Rail Jam gewinnt. So, jetzt müssen wir. Ey, das ist Fragezeichen. Da müssen wir längs. Dann machen wir das doch mal. Ja, ich würde sagen, wir kürzen ab, ne? Können wir den Männchen noch mitnehmen? Oder auch nicht, wir lassen ihn einfach da oben stehen. Port Clovis ist der Jagdkönig und der Kampf mit dem Haiweibchen wird fürs Erste vertagt. Ey, wir haben alle Nährstoff. Mehr, wo töten oder Dinger. Werden, die Regel ist, bieten leistungssteigernde mutagene Vorteile, die über Leben und Tod entscheiden können. So. Oh, da fehlt uns ja auch noch ein Fall, ne? Oh, scheiße. Ein Nummernschild fehlt uns noch. Wow. Okay, das war jetzt hier der Spitzenjäger. Mhm. Gut, hier haben wir ja noch zwei Dinger, da werden wir jetzt mal hinmachen, zwei Fragezeichen. Ja, da, guck mal, da ist das letzte Teil, das ist wunderbar.
Hui, hui, hui. Oh, eieiei. Hi! Ihr denkt auch, ich komme hier nie hoch, oder was? Die Einheimischen von Port Clovis nutzen jede Gelegenheit, einem sinnlosen und willkürlichen Gemetzel zu frönen. So, ich glaube, das müsste... Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das müsste noch ein Landmarker sein. Wenn man wie ich ist, fragt man sich wohl, was das Geheimnis für solche Schattenleben ist. Ey, wir haben Schattenflosse? Irgendwas mit Schatten. Das ist gut. Das ist sehr gut. Was fehlt uns jetzt hier noch? 94%? Töte den Spitzenprätetore. Jammer. Ah ja, hier sehen wir 8 von 8, 13 von 13, 10 von 10. Ja, das ist nur der Spitzenprätetore. Dann haben wir es. Aber ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob wir mal kurz einen Abschwenger hier machen, in die Krotte. Meine Krotte. Und da mal gucken, was wir bekommen haben. Ich glaube, der Kopf fehlt uns noch, ne? Oh, das wäre so geil, wenn wir jetzt den Kopf bekommen haben. Close Beta, genau. Nur hier in der Grotte kann das Haiweibchen die absolute Ausgeglichenheit. Wieso drücke ich eigentlich immer wieder Start? Seele erfahren. Ja, ey, guck mal, Schattenkopf haben wir. Das ist doch nie schlecht. Ja, verbessern wir gleich mal, soweit wie wir kommen. Ah, scheiße, mehr können wir nicht. Ich dachte, wir kriegen das noch auf Gold. Schade. Gut, 5er Set-Bonus ist maximale Geschwindigkeit beim... Ich würde gerne wissen, was hier zum Beispiel bei den anderen Dingern der 5er Set-Bonus ist. Steht der hier irgendwo? Bei maximale Geschwindigkeit finde ich jetzt gar nicht mal so interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber eh, besser als nix, ne? So, wir machen jetzt mal dahin. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen. Sie haben das Haiweibchen und seine vielen Verbrechen bereits vergessen. Und so endet die Kopfgeldjagd. Das sind wirklich die schlechtesten Kopfgeldjäger ever, ne? Muss man ja schon mal sagen. Bringt das überhaupt was? Nee. Bringt gar nichts. Das Geile ist, ich hab mich... Oder? Nee, warte mal, wir müssen doch... Gut. Ich hab mich halt so an die Geschwindigkeit jetzt gerade gewöhnt, ne? Irgendwie ist die Kamera... So. Ich hab mich an die Geschwindigkeit halt so krass gewöhnt. Es hat sich nichts verändert, alles klar. So gewöhnt... Okay, ist schon schnell. Ja gut, ist schon schnell. Ich wollte gerade sagen, das kriegt man gar nicht mehr so krass mit, aber... Ja, das kriegt man schon ein bisschen mit. Zerstückelte Boote, explodierte Boote. Das sind die einzigen Boote, die ein Hai gern sieht. Ja. In der Tat, in der Tat, in der Tat. Ich wohne im Inder, im Bad. In der Tat. So, wir gucken jetzt mal, ob wir den Spitzenprätetor jetzt killen können. Und dann sind wir schon wieder auf der nächsten Map. Damit haben wir schon die Map hier auch geschafft. Das geht hier alles relativ fix. Weißes Tier greift an. Okay, sieht süß aus. Süßer Spitzenprädator. Ja, guck mal, vielleicht kriegen wir hier auch noch was. Das wäre ganz cool. Orcas waren einst die Hauptattraktion von Meeresthemenparks. Jetzt haben sie noch einen neuen Lieblingstrick. Knochenkopf? Okay.
Wäre, glaube ich, dann auch ein 5er-Set. Schön, schön, schön. Und da ist die nächste Grotte. Machen wir natürlich jetzt noch nicht rein. Wir werden natürlich jetzt erstmal ein paar Fragezeichen machen. Und in dem Gebiet machen wir auch die nächste Jagd auf die Jäger. Ne? Dann gucken wir mal, dass wir die Jäger jagen. Oh, ups. Die Gewässer der Ozeane sind ständig in Bewegung durch die Gezeiten, Strömungen und will da hinten auf die Bohrinsel. Saudi-Arabien. So. Guck mal, wir haben hier ja schon 6 von 10. Bin ich doof? Da. Hallo. 7 von 10. Wir haben ja wirklich hier fast schon die Hälfte gemacht. Das ist übelst krass, ey. Die Map werden wir relativ schnell abgearbeitet haben. Hä? Wenn wir jetzt aber auf die neue Map kommen, da werden wir doch in der Höhle bestimmt nichts finden, oder? Ich glaube, dann ist es nur ein Durchgang, die Höhle, weil wenn wir jetzt wirklich wieder auf die, oder besser wieder auf die alte Map kommen, wird, denke ich mal, hier in der Höhle nichts sein. Und ich mag ja die Ladebildschirme. Kann es sein, dass sie immer länger werden? Das Geile ist, ich sehe das hier 600 Millisekunden schneller als ihr. Ne? Also 600 Millisekunden merkt man jetzt nicht wirklich, aber... Also ist das mit jetzt mal, ne? Butter bei den Fischen. Jetzt will ich aber hier aus dem Ladebildschirm raus, sonst rast ich aus. Gut, da könnte man ja mal gut Cola schon trinken, aber ich habe das Gefühl, wir stecken im Ladebildschirm fest. Problem ist, ich weiß nicht, ob das jetzt gespeichert wird alles, ne? Weil wir waren jetzt natürlich noch nicht, das ist immer das Problem. Jetzt wollte ich extra nie zur Grotte gehen. Und jetzt, ja, scheint ja so, als es, ja. Mal gucken, was wir alles neu machen müssen. Ich warte noch mal ein paar Sekunden und wenn es nicht funktioniert, werden wir uns einfach gleich nach einem Cut sehen. Ich habe ja irgendwie noch die Hoffnung, dass es funktioniert. Aber ich sieht nicht nur aus. Okay. Ja, hallo meine Freunde der Sonne. Da sind wir wieder. Und wir müssen mal den Kampf mal ohne meine eklige Basecam machen. Komm, wir kämpfen jetzt mal hier gegen Postball. Aua. Okay, der macht aber hier, ne? Richtig Aua. Jetzt kommt die coole Musik, Mann. Jetzt fresse ich dich auf. Oh ja, schön. Hallo, die Fleischstücke essen. So. Da haben wir das auch geschafft, wunderbar, dann können wir gleich hier weitermachen. Ja, habe ich schon mal gesagt, dass ich glaube mit dem Spiel ein bisschen gepusht habe. Ich glaube, das sollte eigentlich ein extrem schwerer Kampf werden, wenn man hier in dem Gebiet ist. Aber ja. Aber es ist, wie schon gesagt, das habe ich ja schon mal gesagt, bei Rollenspielen genauso. Ich höre dann irgendwann auf, die Hauptstory zu machen. Ich mache dann nur eine Nebenmission, farm dann so für mich. Und dann habe ich irgendwann, bin dann irgendwann so weit, dass ich die Kampagne auch nur noch durchrushen muss, weil ich halt so ultra stark bin. Ne? Mache ich aber ganz gerne bei, ja, Open Worlds mache ich das mega gerne, so seine eigene
Auch wenn das hier bei dem Spiel halt nie wirklich möglich ist, aber so seine eigene Story irgendwie zusammen zu kreieren. Finde ich ganz cool. Selbst die Technologie auf Gazorpazorp ist hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit nicht bedenkenlos. Ein UFO! Ein UFO! Warte mal, hier ist ein Eingang. Da. Oh weh, wir kommen jetzt wieder. Nee. Das mache ich jetzt diesmal nicht. Ich denke mal, wir werden schon alles hier finden. Ne? Problem ist eine Art Superabfallplünderer, der im Prinzip keine Geschmacksnerven besitzt. Falls doch irgendwas in der Höhle sein sollte, wäre natürlich scheiße, weil die Höhlen habe ich halt schon aufgemacht. Sieht auch schon wieder aus. Es geht auch schon wieder hier raus. Nee. Ich kann mir das einfach in solchen Höhlen nicht vorstellen, die direkt hier am Rand sind. Aber wo ich mir was vorstellen kann, am den Rand Richtung Ozean. Hier wird doch bestimmt noch irgendwas sein. Guck mal, seht ihr das? Weil hier ist so viel Platz. Ist kein Fragezeichen, nichts versteckt. Aha, Teil. Wenn wir das sagen, dann wird das schon so sein. Soll das Zeus darstellen? Ich hätte jetzt eher mit Neptun gerechnet, aber... Ah, Zeus ist das auch nicht wirklich, ne? Wird schon irgendjemand sein. Ganz bekannter. Ganz, ganz bekannter Mensch. Dieses Instant-Protein ist eine tolle Zwischenmahlzeit, die dem Hai genug Energie gibt, um eine schwerwiegende Masse zu erreichen. Wir haben schon eine Masse, Mensch. Der hat uns gerade wortwörtlich fett genannt. Der hat uns gerade wortwörtlich fett genannt. Sag, das sagt er noch einmal, danach ist er tot. So, ich glaube, das müsste sogar fast das letzte Ding gewesen sein. Jawohl, das haben wir. Was ist denn das hier Schönes? Es soll ein Boot sein, aber hä, was macht das, oder? Ist es ein Boot? Ja, das ist ein... Ach, ist das hier, pumpt der Öl ab? Warte mal. Sind das hier Schläuche für Öl? Tja, warte mal, ist da hinten die... Kann ich mal kurz hier... Ja, das könnte natürlich sein. Mann, hier rüber. Mein Erkundungsdrang zwingt mich dahin zu springen. Hallo. Hallo. Ist das ein Eisberg? Eisangeln funktioniert ähnlich wie normal. Ja, okay. Macht aber nur den Bewohnern des oberen mittleren Westens Spaß. Aber wenn die das sagen, wird das schon stimmen, ne? Scheiß Potwall, du. Immer diese Aggression, weißt du? Ich wollte dem Potwall nichts antun und der wollte mich jetzt gerade wieder angreifen, töten. So, warte mal, was fehlt uns jetzt hier noch? Immer noch zwei Landmarker, okay. Immer noch zwei. Und drei Nährstoffe. Was haben wir hier schon aufgemacht? Hier haben wir noch zwei. Das könnten natürlich beides Landmarker sein. Ja, gute Frage, ne? Weil sonst wüsste ich auch nicht, wo hier noch ein Landmarker sein könnte. Ja, hier hinten waren wir ja überall schon. Vielleicht hier hinten in der Ecke irgendwo? Hm.
Okay, hier ist kein Landmarker mehr. Ich denke mal, die letzten zwei Landmarker, kann ich mal ganz kurz vorstellen, werden hier wirklich am Land sein. Gut, wir werden mal hier hin machen. Weil sonst wüsste ich echt nie. Also es kann... Ne, am Strand kann es ja auch nicht sein. Das ist ja gar nicht mal die Map. Hä? Okay, das irritiert mich jetzt natürlich auch ein bisschen. Und ich habe irgendwie meine Facecam ganz ja gar nicht an. Das irritiert mich natürlich auch noch. Ah ja, schon mal ein Landmarker, so. Fort Clovis war dank seiner nachsichtigen Regelungen und niedrigen Gebühren lange Zeit eine beliebte Müllkippe für das Militär. So, ist das Ding auch noch ein Landmarker? Nee. Nährstoffe, aber Moment. Bullenhaie sind es gewohnt, alles zu verschlingen, was seinen Weg ins Wasser findet. Hier haben wir noch was. Ah! Der letzte Landmarker, den haben wir auch. Wunderbar. Niemand weiß, wer diese mysteriöse Unterwasserbasis gebaut hat. Die sieht cool aus. Ich würde gerne eine Nero-Jacke und eine Perserkatze. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde auch gerne mal in so eine, es gibt, ich weiß gar nicht wo, irgendwo habe ich das mal gesehen, die hatten so ein Unterwasserhotel. Fand ich irgendwie cool. Diese Proteinergänzung enthält keine Zusätze, sodass der Hai sich keine Gedanken über versteckte Farb- oder Geschmacksstoffe machen muss. So, und die letzten Nährstoffe suchen wir uns dann einfach in der nächsten Folge, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wo die sein sollen. Also, es kann natürlich sein, dass die Nährstoffe irgendwo in einer Höhle sind, die wir leider schon aufgemacht haben jetzt. Das ist natürlich das Problem. Die Grotte ermöglicht eine kurze Erholung vom Sturm und Drang des Aber gut, okay. Wir haben jetzt Knochenkopf und... Ich würde sagen, das können wir definitiv dann als nächstes Mal wieder ausprobieren. Und wir haben hier was Neues bekommen. Oh, das ist dann natürlich auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Dafür können wir ruhig die Fettverdauung mal wegnehmen, ne? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, und dann sehen wir uns definitiv dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.